Kevin, der Derby-Sieg, was bedeutet das am Team und vor allem wahrscheinlich auch dir persönlich? Ja, sehr viel. Vor allem, wenn man dort, was vor zwei Wochen passiert ist, ist erleichtert. Ja. Wie kann man jetzt mit so einem Sieg Selbstvertrauen schöpfen jetzt für die kommenden Spiele? Ja, sicher. Ich denke, es ist nicht das schönste Spiel in der zweiten Halbzeit. Aber ein wichtiges Ziel, wir haben uns das Ziel vorgenommen, dass wir das Spiel gewinnen. Und das haben wir da. Beim Jubel ist der Tonino zu dir noch gewesen. Ist da irgendetwas im Hintergrund gelaufen? Es sind kleine Sachen, die passieren mit ihm. Und, ich bin froh, dass er das Goal machen konnte. Und vielleicht muss der Tonino beantworten. Merci. Ja.